Hallo Leute, willkommen zu den täglichen Herausforderungen vom Mittwoch, dem 25.03. Wir müssen heute mit dem Pferd aus 3 Metern auf ein Haus springen. Nein, wir müssen aus 3 Metern Höhe auf ein Pferd springen. Modus in einer präsentierten Serie muss abgeschlossen werden, Muskatkräuter müssen gesammelt werden, Pelikane dürfen gerupft werden, 2 Schwarzbarsche dürfen gefangen werden, Spieler in Showdowns durch Kopfschuss mit einem Bogen getötet und Trupp-Machtkampf muss abgeschlossen werden. Bei den rollenspezifischen Herausforderungen dürfen wir wieder eine antike Schnapsflasche aussaufen, wir dürfen 3 Münzen finden, wir dürfen Sammlerstücke insgesamt finden, 6 Stück Lagereintöpfe dürfen gegessen werden, wir dürfen mal wieder giftigen Schwarzgebrannten herstellen, nicht dran denken, bitte dran denken, wenn ihr 8 Stück im Inventar habt, werft 2 weg, dann könnt ihr 2 herstellen, ist easy. Adlerauge muss benutzt werden, um eine Zielperson zu verfolgen, dazu gibt es natürlich immer ein Video in der Playlist und wir müssen so viel, ihr lest es euch ja selbst durch. Es kommen ja immer wieder Anfragen, wie komme ich in die präsentierte Serie rein? Hier natürlich über Schnellbeitritt zeige ich euch nochmal, wie das funktioniert. Dort könnt ihr die präsentierte Serie starten und Lagereintöpfe essen ist natürlich nur so obligatorisch hier dabei, weil das weiß inzwischen auch schon jeder, wie das funktioniert. Und antike Schnapsflasche aussaufen geht auch easy, wenn man natürlich eine antike Schnapsflasche hat. Wer keine hat, der nimmt natürlich die Karte von Gene Robke zur Hilfe. Die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr sehen, wo antike Schnapsflaschen sind. Und aufs Pferd springen aus 3 Metern Höhe, das mache ich immer. Von der Postmeisterei in Blackwater. Und wo das ist, zeige ich euch hier. Das ist hier die Postmeisterei. In Blackwater, dort oben auf den höchsten Punkt stellen, aufs Pferd springen. Es kann sein, dass ihr es ein paar Mal probieren müsst, bis es wirklich funktioniert. Genauso ist es natürlich mit dem Schwarzbarsch. Den gibt es nur am Don Giulio See. Und das ist, also Lake Don Giulio, ist egal, also der Typ da. Da könnt ihr den Schwarzbarsch erwischen. Das ist die aller beste Location. Mehr Location gibt es natürlich für die Muskatkräuter und das ist in der Nähe der McFarlane's Ranch oder besser gesagt McFarlane's Ranch etwas rüber nach Thieves Landing zu den Del Lobos. Dort könnt ihr die Muskatkräuter abfassen. Und jetzt sind wir schon bei Pelikanen, Quaker's Cove oder die Pelikaninsel, der rechte Kreis wäre das gewesen. Dort könnt ihr absolut fündig werden, wenn ihr Pelikane sucht. Und das ist hier südlich von Van Horn. Das ist diese Halbinsel, also noch südlicher vom Leuchtturm. Dort ist diese Location. Dort könnt ihr durchaus 2 Pelikane erwischen. Aber auch dort in der Nähe sind andere Pelikane vorhanden. Und wer noch mehr Pelikan-Location braucht, bitte in der Playlist. Da sind Videos drin und jetzt kommen wir nochmal zu den Münzen. Habe ich heute euch nochmal rausgesucht. Ihr könnt bei der Karte von Gene Robke natürlich extra die Münzen anwählen und dann könnt ihr euch irgendwie eine Route aussuchen, wie es euch am besten passt, mit dem Pelikan zusammen oder mit den Schnapsflaschen, wenn ihr wirklich eine braucht. Und ich sag dann mal wieder Ciao.